Hey! Hallo, danke an Vater, dass ich in sein Video reingucken kann. Eine kleine Ergänzung zu Aragami, zum Let's Play. Am Ende wirkte es so, als wäre die Cutscene abgeschnitten. Ist mir auch aufgefallen im Let's Play, es war ja einfach auf einmal vorbei. Ich habe nichts weggedrückt, möchte ich erstens sagen. Und zweitens haben mir schon ein paar Leute bestätigt, dass die Cutscene einfach abhackt, wenn man im Koop spielt. Das ist scheinbar so ein Fehler vom Spiel selber. Deswegen nehme ich jetzt die einfach von Mr. Father auf. Und zeig sie euch. Ist zwar Englisch, aber YOLO. Also die Cutscene hat ja an der Stelle abgebrochen. Viel Spaß. So, hier ist er abgebrochen bei uns. So war die Endcutscene. Jetzt fährt die Kamera noch ganz langsam an der Fuchsstatue runter. Aber an sich war das die Cutscene. Keine Ahnung, ist es. Würde ich ein Spiel entwickeln, würde ich schon darauf achten, dass die letzte Cutscene im Spiel schon funktioniert. Aber scheint halt jeder zu haben, der das im Koop spielt. Was sehr antiklimatisch war, dass es einfach so spontan aufgehört hat. Naja, jetzt habt ihr die finale Cutscene nochmal richtig gesehen. Da steckt dann das Schwert im Boden. Mit der kleinen Puppe daneben. Und dann steht da mit einem Rechtschreibfehler gleich. Warte, gleich steht's da. Thank you for playing. Wir haben so scheinbar ein F mit einem P vertauscht. Liegen auf der Tastatur jetzt nicht so nah beieinander, aber thank you for playing. Und dann laufen die Credits. War komplett im Multiplayer nicht dabei, deswegen hier nochmal ein kleines 3 Minuten extra Video für euch. Ich habe gerade den Final Fantasy 15 Kinofilm geguckt, weil ich noch nach meinem Video heute Mittag erfahren habe, dass es einen Kinofilm von Final Fantasy 15 gibt. Habe ich jetzt auch geguckt. Jetzt muss ich einen Monat warten, dass das Spiel rauskommt. War aber cool. War nice. Und sah sehr erstaunlich realistisch aus dafür, dass das alles so cinematic-mäßig gemacht war. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimmermann. Tschüss.